Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Mein Name ist Richard Gage, AIA. Ich arbeite seit 20 Jahren als Architekt und bin Mitglied des American Institute of Architects. Heute Abend präsentieren wir Ihnen die technische Seite der Wahrheit, die Beweise für die absichtliche Sprengung der drei Hochhäuser des World Trade Centers am 11. September 2001, der symbolträchtigen Twin Towers und des mysteriösen Gebäudes 7. Dies ist eine kontrollierte Sprengung. Sehen wir uns diese Art, ein Gebäude zu zerstören, genauer an. Wir können den Vergleich anhand hunderter Beispiele anstellen, denn diese Art der Gebäudesprengung ist hierzulande die gängigste Methode, Hochhäuser abzureißen. So sieht es aus, wenn ein Hochhaus mit Sprengsätzen abgerissen wird. Sehen wir uns nun wichtige Merkmale kontrollierter Gebäudesprengungen an. Es fängt plötzlich an, mit der Zerstörung der Gebäudebasis. Weil zeitlich abgestimmte Sprengsätze die Stützen entfernen, stürzt das Gebäude senkrecht und symmetrisch über dem eigenen Grundriss zusammen, nahezu im freien Fall. Es nimmt dabei den Weg, wo noch kurz zuvor mit tausenden Tonnen an Stahlkonstruktionen die größte Gegenkraft gewesen war. Das Stahlskelett wird dabei zerlegt und ist fertig zum Abtransport. Umliegende Gebäude werden nur leicht oder gar nicht beschädigt. Augenzeugen hören Explosionsgeräusche und sehen Lichtblitze. Es gibt gewaltige Wolken aus pulverisiertem Beton, sowie Hochgeschwindigkeitsausstöße von Staub. Und die verwendeten Schneidladungen lassen sich chemisch nachweisen. All diese Merkmale sind kennzeichnend und weisen direkt oder indirekt eine Sprengung nach. Das Interessante daran ist, dass kein einziges dieser typischen Merkmale einer kontrollierten Sprengung durch Brände erklärt oder verursacht werden kann. Schon gar nicht alle 10 auf einmal. Außerdem findet man Belegmaterial von Regierungsinstitutionen, Bestätigung durch Experten, Vorauswissen und Videoaufzeichnungen. All das untermauert die Hypothese einer kontrollierten Sprengung und zeigt, dass der Nachweis über jeden Zweifel erhaben ist. Sehen wir uns jetzt World Trade Center 7 an. Es war 47 Stockwerke hoch, womit es in 33 unserer Staaten das höchste Gebäude gewesen wäre. Kein Flugzeug hatte es getroffen. Es wurde um ca. 17.20 Uhr zerstört. Es war das dritte WTC-Hochhaus, das am 11. September zerstört wurde. Hier sieht man die Brände im 12. und 13. Stockwerk sowie im 7. Stockwerk auf der Nordseite. Dies ist gegenüber der Seite, welche von Trümmern des Nordturms getroffen wurde. Betrachten wir nun die in Bezug auf Gebäude 7 vorliegenden Indizien und sehen wir, ob sie den typischen Merkmalen einer kontrollierten Sprengung entsprechen. Beginnen wir mit der Frage, ob die Zerstörung des Gebäudes plötzlich einsetzte. Hören wir diesem Notfallarbeiter zu. Eigentlich beobachteten wir das Gebäude, weil es brannte. Die unteren Stockwerke brannten und, oh, wissen Sie, wir hörten etwas, das wie ein Donnerschlag klang. Wir drehten uns um und waren geschockt zu sehen, dass es das Gebäude war. Ah, gut, es sah so aus, als wenn eine Schockwelle durchs Gebäude raste und ganze Fenster knallten raus. Es war grauenvoll. Dann, wissen Sie, eine Sekunde später brach das untere Stockwerk raus und das Gebäude kam hinterher. Wir sahen das ganze Gebäude bis zum Boden zusammenkrachen. Es hörte sich an wie ein Donnerschlag, eine Schockwelle, die durch das Gebäude raste, rausknallende Fenster und dann kam das Gebäude runter? Fiel das Gebäude senkrecht und symmetrisch in seinen eigenen Grundriss? Hören wir, wie Dan Rather den Einsturz von Gebäude 7 kommentierte, und sehen wir uns den Einsturz an. Sie sehen es hier aus einer erhöhten Perspektive. Jetzt werden wir Ihnen ein Video von dem Einsturz dieses Gebäudes zeigen. Es ist erstaunlich. Erstaunlich, unfassbar, suchen Sie sich das Wort aus. Zum dritten Mal heute. Es erinnert an diese Bilder, die wir alle schon zu oft im Fernsehen gesehen haben, wenn ein Gebäude mittels gut platzierter Dynamitladungen absichtlich zerstört wird, um es abzureißen. Vergleichen wir es jetzt mit einer bekannten kontrollierten Gebäudesprengung rechts im Bild. Fiel das Gebäude in seinen eigenen Grundriss? Größtenteils schon.
zünden zeitlich abgestimmt Sprengsätze und wie zerstörten diese die Tragkraft der Hauptstützen? Hier sehen Sie einen Grundriss von Gebäude 7. Um ein Gebäude glatt und symmetrisch innerhalb des eigenen Grundrisses herunterzubringen, ohne dass es umkippt, muss man die Stützen im Inneren herausnehmen, damit die äußeren Teile des Gebäudes nach innen fallen. Dies erfordert ein hohes Maß an Präzision. Mit Bränden ist das nicht zu schaffen. Fiel das Gebäude beinahe im freien Fall und nahm dabei gerade den Weg, wo zuvor noch der größte Widerstand vorhanden war? Sie können sehen, wie das Gebäude mit jeder Sekunde an Fahrt gewinnt. Stellt man die Fallstrecke als Funktion der Zeit dar, dann deckt es sich nahezu mit der Kurve für den freien Fall. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Hauptstützen entfernt worden sein müssen. Zeitlich abgestimmt, Etage für Etage, sodass das Gebäude auf seinem Weg nach unten auf so gut wie keinen Widerstand traf. Wurde das Stahlskelett völlig zerlegt? Man hat ein 47-stöckiges Hochhaus auf die Höhe von 4 Etagen reduziert. Gab es Explosionsgeräusche? Was berichtet Kevin McPadden? Es machte Ba-Boom! Und es war, als ob man ein Beben im Boden spürte. So, dass man sich an irgendetwas festhalten wollte. Was mich anbelangt, ich wusste, dass es eine Explosion war, da hatte ich keinen Zweifel. Haben wir enorme pyroklastischartige Wolken mit pulverisiertem Beton? Sehen Sie, wie der von der Luft mitgerissene Beton jede Straße entlang und in jede Richtung rast, mit ca. 55 Stundenkilometern. Gab es Pools von geschmolzenen Eisen? Fangen wir mit dem Südturm an. Das folgende bezieht sich sowohl auf die Zwillingstürme als auch auf Gebäude 7. Wir bekommen von NIST erklärt, dass diese Substanz geschmolzenes Aluminium vom Flugzeug sein müsse. Aber geschmolzenes Aluminium sieht aus wie geschmolzenes Aluminium. Es wirkt silbrig, es glüht nicht bei Tageslicht. Was sagten die Rettungskräfte und die Abbrucharbeiter im Hinblick auf geschmolzenes Metall? Sah Pools von buchstäblich geschmolzenem Stahl. Geschmolzenes Metall, Träger, die einfach völlig geschmolzen waren. Er tropfte aufgrund des geschmolzenen Stahls. Geschmolzener Stahl floss in Bächen. Sie finden geschmolzenen Stahl. Und dieser Bauingenieur, Abol Hassan Astanier Assi aus Berkeley, gibt an, ich sah das Schmelzen von Stahlträgern im World Trade Center. Zu den ungewöhnlichen Artefakten, die aus den Trümmern auftauchten, gehört dieses felsbrockenartige Objekt, das als der Meteorit bekannt wurde. Dies sind verschmolzene Stahlteile. Geschmolzener Stahl, sowie Beton und all diese Sachen, alles durch Erhitzung verschmolzen. Wir Architekten und Ingenieure, Leute, die mit Stahl arbeiten, Schweißer, haben noch niemals zuvor dieses Ausmaß an Zerstörung und Verformung an diesem Material beobachtet. Nun, was ist das Problem daran? Bürobrände werden bis zu 650 Grad Celsius heiß. NIST behauptet 980 Grad Celsius, obwohl wir keine Beweise dafür haben, dass es so heiße Bürobrände in den WTC-Türmen gab. Baustahl fängt erst ab 1480 Grad Celsius an zu schmelzen. Das ist eine Temperaturdifferenz von 500 bis 830 Grad Celsius. Man braucht sehr hohe Temperaturen, um Stahl oder Eisen zu schmelzen. Woher kommen sie also? Werfen wir einen Blick auf einen möglichen Verdächtigen. Thermit, welches Temperaturen von 2480 Grad Celsius erreicht. Hören wir, wie John Gross, leitender Ingenieur der NIST, das geschmolzene Metall kommentiert. Bleiben wir doch gerade bei Ihrer grundlegenden Prämisse, dass es dort einen Pool geschmolzenen Stahls gegeben hätte. Ich weiß von absolut niemandem, von keinem einzigen Augenzeugen, der dies ausgesagt und von niemandem, der das vorgebracht hat. Man geht da runter und sieht geschmolzenen Stahl. Geschmolzenen Stahl. Als ob man in einer Gießerei wäre, wo er in Gusskanälen fließt. Wie Lava von einem Vulkan. Von keinem einzigen Augenzeugen, da waren tatsächlich geschmolzene Träger, dort wo man geschmolzenen Stahl ausgegraben hat. Von keinem einzigen Augenzeugen, im Untergrund war es noch so heiß, dass geschmolzenes Metall an den Seiten einer Wand herabsickerte. Das darüber gelegene Stück Metall war geschmolzen. Von keinem einzigen Augenzeugen sah Pools von buchstäblich geschmolzenen Stahl. Von niemandem, der es vorgebracht hat. Dies sind geschmolzene Stahlteile. Geschmolzener Stahl. Von niemandem, der es vorgebracht hat.
Von niemandem, der es vorgebracht hat. NASA-Infrarotaufnahmen zeigen, dass man derartige Temperaturen in den Keller geschossen hat. Wo liegt hier das Problem? Irgendjemand lügt. Ziehen Sie daraus Ihre eigenen Schlüsse. Wurden verdächtige Substanzen nachgewiesen? Wo kam das ganze geschmolzene Metall her? Und was ist Thermit? Thermit wird vom Militär als Brandsatz verwendet. Es ist eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminium, die bei Zündung in einer stark exothermen Reaktion geschmolzenes Eisen bildet. In nur 2 Sekunden können dabei Temperaturen von über 2480 Grad Celsius erreicht werden. Hoch genug, um Stahl zu verflüssigen. Dr. Stephen Jones analysierte vormals geschmolzenes WTC-Metall. Er untersuchte eine Probe dieses 18 Kilogramm schweren Klumpens aus zuvor geschmolzenem Metall von einem der Meteoriten. Er stellt fest, dass sie hauptsächlich aus Eisen besteht. So kann man Aluminium von den Flugzeugen als Quelle ausschließen. Die Probe enthält geringe Anteile an Aluminium, Schwefel und Kalium und sehr viel Mangan und Fluor. Mangan ist in Kaliumpermanganat enthalten. Dieses wird in Thermitmischungen als Oxidationsmittel verwendet. Fluor wird in Sol-Gel-Thermit-Kompositsprengladungen verwendet. Was sich zeigt, ist der chemische Fingerabdruck von Thermit. Sogenannte Superthermite sind Gelsprengstoffe, winzige Aluminium- und Eisenoxidpartikel in einem Sol-Gel. Man kann sie in beliebige Formen gießen. Das Lawrence Livermore Labor forschte an diesen Materialien. Wenn Sol-Gel-Sprengstoffe verwendet werden, hinterlassen sie eine ganz besondere Signatur, 1,3-Diphenylpropan. Und tatsächlich, die Umweltschutzbehörde EPA wies eine Substanz in vorher nie gekannter Konzentration nach, 1,3-Diphenylpropan. Eric Schwartz sagte, wir hatten es noch nie zuvor in einer anderen Probe gefunden. Hat man Thermit im Staub des World Trade Centers nachgewiesen? Dr. Jones erhielt mindestens 4 verschiedene Proben WTC-Staub, unter anderem aus Janet McKinleys Apartment, das sich quer über die Straße vom WTC befand. Dort hatte es die Fenster eingedrückt. Der WTC-Staub lag Zentimeter hoch. Eine andere Probe war 10 Minuten nach der Zerstörung des Nordturms auf der Brooklyn Bridge gesammelt worden. Dr. Jones hielt einen Magneten darüber und stellte fest, dass dieser kleine Partikel aus dem Staub zog. Einige davon waren eckig, andere waren rund. Und so sehen sie aus. Ausgehend von dem Anteil der Kügelchen in den Staubproben errechnete er, dass der gesamte WTC-Staub ca. 10 Tonnen dieser Kügelchen enthalten haben musste. Der Durchmesser der größten beträgt ca. 1,5 mm, doch bei den meisten ist er kleiner als der eines menschlichen Haars. Wie könnte solch eine unglaubliche Menge an Kügelchen produziert worden sein? Gut, hätte man tausende Thermitschneidladungen überall in den Gebäuden, an den Stahlstützen und Trägern gezündet und es gibt ungeheuren Druck, dann hätte man etwas, das analog zu diesem hier aussieht. Zehntausende oder Millionen winziger Tröpfchen. Welche Form haben diese Tröpfchen? Aufgrund der Oberflächenspannung werden sie zu fast perfekten Kugeln geformt. Im Falle des geschmolzenen Eisens kühlen sich diese Tropfen ab und fallen einher mit dem Staub überall hin. Aufgrund der im Staub nachzuweisenden Metalle und der hohen Konzentration einiger Metalle wie Zink, Kupfer und Mangan und aufgrund der Bildung der eisenreichen Kügelchen schlussfolgert Dr. Jones, dass sich aluminothermische Reaktionen in signifikantem Ausmaß ereigneten. Er kann rückschließen, dass in den Thermitmischungen Aluminiumpulver, Eisenoxid, Kupferoxid, Zinknitrat und Kaliumpermanganat enthalten gewesen sein mussten. Gut, gibt es möglicherweise auch ungezündetes Thermit im Staub des World Trade Centers? Man fand es. Magneten ziehen es aus den Staubproben. Unzählige dünne Plättchen. Dieses hier ist 1,6 mm lang, rot auf der einen und grau auf der anderen Seite. Die rote Schicht setzt sich aus winzigen Eisenoxid sowie Aluminiumpartikeln und organischen Kohlenstoffverbindungen zusammen. Das Lawrence Livermore Labor veröffentlicht seit ca. 2000 zu derartigen Kompositmaterialien. Die Partikel sind so winzig, dass sie eine beinahe augenblickliche Reaktion von Aluminium und Eisenoxid ermöglichen, mit sehr explosivem Ergebnis, wenn gaserzeugende Substanzen hinzugemischt werden.
Dr. Jones fand auch unvollständig abreagierte Plättchen. Mit darin eingebetteten eisenreichen Kügelchen, womit die Herkunft dieser Kügelchen sehr klar identifiziert ist. Dr. Jones und sein kleines Team von Wissenschaftlern identifizierten mittels verschiedener röntgenspektroskopischer Methoden als Hauptbestandteile dieser Kügelchen und Plättchen hauptsächlich Eisen, neben Aluminium, Sauerstoff und Silizium. 1,3 Diphenylpropan wurde durch EPA in der Luft nachgewiesen. Diese Erkenntnisse beweisen in Kombination mit den vorliegenden Indizien vom Tatort, wie Aufnahmen von fließendem, heißem Metall, das vorsätzlich reaktives Thermit in den Zwillingstürmen und in Gebäude 7 platziert. Wurde. Die obigen Ergebnisse wurden in Fachzeitschriften veröffentlicht. Alle bisherigen Stichpunkte beinhalten Indizien für eine kontrollierte Sprengung von Gebäude 7. Im Folgenden geht es wieder nur um Gebäude 7. Keines dieser Merkmale ließe sich mit Bränden erklären. Geschweige denn alle 10. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA zog interessante Schlüsse. Es gibt Beweise dafür, dass der Stahl bei sehr hohen Temperaturen aufs Heftigste korrodiert wurde, einhergehend mit einer raschen Oxidation und Sulfidierung sowie nachfolgenden interkristallinen Schmelzen. Sehr interessant. Man erinnere sich, dass offene Feuer keinen Stahl zum Schmelzen bringen. Was schmolz diesen Stahl? Während der Korrosion schied sich bei hohen Temperaturen Schwefel auf dem Stahl ab. Hier ist das interkristalline Schmelzen für uns alle dokumentiert. Danke. In der Lage, einen soliden Stahlträger in Schweizer Käse zu verwandeln. Wie etwa bei dieser ehemaligen Hauptstütze, Baustahl aus Gebäude 7. FEMA dokumentierte es sehr sorgfältig in Anlage C ihres Berichtes. Die Besonderheiten der Brände in WTC 7 und wie die Brände das Gebäude zum Einsturz brachten, sind bis heute nicht bekannt. Wie bitte? Nicht bekannt? Dass die beste Hypothese, Brände und zufallsbedingte Schäden, dann der völlige Einsturz auch tatsächlich eintrat, hat nur eine geringe Wahrscheinlichkeit. Bestätigen Experten eine Sprengung? Danny Juvenko, Sprengmeister mit 27 Jahren Berufserfahrung. Es fängt von unten her an. Sie haben einfach die Stützen weggesprengt. Es ist eine kontrollierte Sprengung. Ein Team von Spezialisten machte das. Dies ist professionelle Arbeit, ohne jeden Zweifel. Wusste man im Voraus um die Zerstörung von Gebäude 7? Eine CNN-Kamera hielt fest, was ein Polizist sowie einige sich von Gebäude 7 entfernende Bauarbeiter sprachen. Hast du das gehört? Behalte das Gebäude im Auge. Es kommt runter. Das Gebäude wird gleich gesprengt. Komm schon, okay Leute. Wir gehen zurück, dieses Gebäude wird gleich gesprengt. Flammen und Trümmer kommen herunter. Und was sagte Kevin McPadden? Auf die letzten Sekunden nahm er seine Hand weg und man hörte 3, 2, 1. Ein Countdown? Impliziert dies, dass es jemand im Voraus wusste? Bringen brennende Gebäude zu einem Countdown herunter? Wohl kaum. Der Sender BBC berichtete von dem Einsturz 20 Minuten, bevor er passiert war. Die stimmt. Jane Stanley gibt ihn hier gerade bekannt. Sie sagt, das 47-stöckige Salomon Brothers Gebäude nahe am WTC ist ebenfalls eingestürzt. Aber da steht es noch hinter ihr. Die BBC entschuldigte sich für diesen schwerwiegenden Fehler mit Verweis auf die verwirrenden Ereignisse des Tages. Aber können Sie deshalb hell sehen? Wohl kaum. Ich denke, wir haben gezeigt, dass die Zerstörung von Gebäude 7 in allen Merkmalen einer kontrollierten Sprengung entspricht. Hätte Al-Qaida Zugang zu diesem Gebäude haben können, das eines der bestgesichertsten nach dem Pentagon gewesen sein musste? Wenn es nicht Al-Qaida war, wer dann? Bezüglich der Zwillingstürme ist die Beweislage sogar noch eindeutiger. Beginnen wir mit dem plötzlichen Einsetzen der Zerstörung. Welche Beweise gibt es und wie wurde das ausgelöst, was assoziiert ist mit Explosionsgeräuschen und Lichtblitzen? 118 Feuerwehrleute bezeugten Explosionsgeräusche und Lichtblitze?
Irgendwo in der Mitte des WTCs, da kam dieser orange-rote Lichtblitz heraus. Zuerst nur ein Blitz, dann wanderte dieses Blitzen um das ganze Gebäude herum und das Gebäude hatte begonnen zu explodieren. Wie im Fernsehen, wenn sie diese Gebäude sprengen. Es schien, als wäre es wie ein Gürtel um das Gebäude, all diese Explosionen. Pop, pop, pop. Das war, als ich hörte, dass das Gebäude herunterkommt. Ich sah eine Anzahl kurz aufleuchtender Lichtquellen im Gebäudeinneren zwischen der 10. und 15. Etage. Ich sah schwache Lichtblitze. Wir hörten die Knaller. Wissen Sie, man hörte die Knaller vom Gebäude her. Es platzte aus allen vier Seiten heraus. Was haben diese Männer erlebt? Wir rannten los. Aus einer Etage nach der anderen begann es herauszuknallen. Es war, als ob sie sprengten, geplant hatten, ein Gebäude herunterzubringen. Boom, boom, boom. Den ganzen Weg nach unten. Wie steht es um die Reporter? Was sagten diese? Am ersten Tag neigen sie dazu, die Wahrheit zu sagen. Und danach hören wir diese Wahrheit nie wieder. Was ist aus ihr geworden? Jeder, der schon einmal gesehen hat, wie ein Gebäude absichtlich gesprengt wird, weiß, dass man an die Struktur des Gebäudes ran und sie zerstören muss. Das gesamte Gebäude ist einfach eingestürzt, als ob ein Sprengteam es initiiert hätte, so wie bei einer Sprengung dieser alten Häuser. Es ist in sich zusammengebrochen und es ist nicht mehr da. Ich hörte eine zweite Explosion und ein weiteres Grollen. Eine riesige Explosion lässt nun Trümmer auf uns alle regnen. Wir müssen verschwinden. Und die ganze Zeit gab es diese große Explosion. Es gab eine weitere große, große Explosion. Eine Stunde später hatten wir dann diese große Explosion von viel, viel weiter unten. Wissen Sie, ob es eine Explosion oder ein Gebäudeeinsturz war? Für mich klang es wie eine Explosion. Aber es gab eine riesige Explosion. Feuerwehrchef Albert Turi sagte, es gab eine andere Explosion. Und etwa eine Stunde später ereignete sich noch eine weitere Explosion in einem der Türme. So, anhand seiner Theorie, denkt er, dass da tatsächlich Sprengladungen in den Gebäuden platziert waren. Es ging einfach ba-boom, wie wenn eine Bombe hochgeht. Und noch eine weitere Explosion. Alles flog. Es klang wie Schüsse. Wissen Sie, bang, 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 bang. Und dann, ganz plötzlich, drei heftige Explosionen. Ich war etwa 5 Blocks entfernt, als ich Explosionen hörte. 3 Schläge. Es gab eine sehr heftige Explosion. Und wieder, keine dieser Explosionen ist in die offizielle Darstellung eingeflossen. Vergleichen Sie diese Explosionen mit einer bekannten Explosion unten links. Nach oben und außen geschleuderte breite Jets, pyroklastisch-artige Staubschwaden, eine symmetrische Ausbreitung in der Form eines Pilzes. Sieht das für Sie nach einem durch Schwerkraft ausgelösten Einsturz aus? Sehen wir uns jetzt den Nordturm an. Auf was ich aufmerksam machen möchte, sind einige Explosionen, die hier oben am Gebäude zu sehen sind. Dann schiebt sich dieser ganze Abschnitt ineinander, sodass die obere Hälfte bereits zerstört ist, bevor sich an und unterhalb der Einschlagstelle etwas bewegt. Sehen wir es uns an. Hier ist der erste Beweis für Explosionen. Und dann hier. Und dann der Einsturz. Heftige Wolken, die sogar bereits vor dem Einsturz auftreten. Wir werden es gleich noch in Vergrößerung ansehen. Eine neue Brennstoffquelle, eventuell unverbranntes Kerosin, das Sauerstoff bekommt. Jetzt vergrößere ich das Ganze. Man sieht, dass sich hier oben sofort Schwaden bilden. Aber warten Sie, der Einsturz ist doch vermeintlich hier unten. Die Beschädigung des Gebäudes ist asymmetrisch, richtig? Das Flugzeug flog nur in eine Seite, aber dennoch dieser völlig symmetrische Einsturz, den wir von jetzt an in Anführungszeichen setzen. Bleiben wir dabei. Und noch einmal. Wie Gürtel, genau wie es die Feuerwehrleute sahen, um das ganze Gebäude herum. Die Antenne kommt zuerst runter, noch bevor irgendetwas anderes nachgibt. Dies zeigt, dass die im Gebäude kernbefindlichen Hauptstützen als erste zerstört werden. Sehen wir hier denselben Turm von unten her. Beachten Sie die Explosionen unter der Pilzwolke. Der Einsturz geschieht angeblich gerade erst noch viel weiter oben. As you'll see in the second run,
Aber hier unten, wie Sie in der Wiederholung erkennen werden, gibt es eine unglaubliche Menge an starken Staubjets infolge von Explosionen. Und nun möchte ich Sie auf diese herabrasenden Serien von Explosionen aufmerksam machen, auf der rechten Seite und an der Ecke des Turmes, etwa 40 Etagen unterhalb der gerade einstürzenden Etage. Es wird schmerzhaft offensichtlich nach einer Weile, nicht wahr? Wir haben einen senkrechten, symmetrisch fortschreitenden Einsturz, aber Trümmer außerhalb des Grundrisses? Beide Türme waren laut FEMA 63 Meter breit. Diesem Dokument können Sie entnehmen, dass die Trümmerfelder beider Türme einen Durchmesser von je ca. 360 Meter hatten. Einzelne Stücke kamen noch weiter. Asymmetrischer Schaden, symmetrische Ausbreitung über das Gelände. Werden isolierte Hochgeschwindigkeitsstaubjets ausgestoßen, vielleicht aufgrund von zur falschen Zeit gezündeten Explosionen? Einige meinen, dies seien zeitlich korrekt gezündete Explosionen. Wie auch immer. In allen Videos sieht man 20 bis 30 Stockwerke unterhalb der jeweiligen Einsturzebene Explosionen aus dem Gebäude schießen. Hier. 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 Und hier. NIST behauptet, es handele sich dabei um Luftstöße. Das einstürzende Gebäude hätte Luft durch die Aufzugsschächte gepresst, wie ein Kolben. Irgendwo musste diese ja rauskommen, richtig? Gut, erstens handelt es sich nicht um Luftstöße. Das sind pulverisierte Stoffe wie Gips und Beton. Außerdem schießen einige mit 50 bis 60 Metern pro Sekunde heraus. Solche Geschwindigkeiten werden von Sprengstoffen erzeugt. 20, 40 und 60 Stockwerke darunter. Wie soll ein Kolbeneffekt all dies verursachen? Zudem gibt es Jets, die mittig zwischen den beiden Ecken des Gebäudes ausgestoßen werden. Fällt das Gebäude nahezu im freien Fall? Nimmt es den Weg, wo zuvor der größte Widerstand gewesen war? Die Türme stürzen mit etwa zwei Dritteln der Beschleunigung des freien Falls ein. Was heißt das? Das bedeutet, dass die Hauptstützen entfernt worden sein müssen, zeitlich abgestimmt, Etage für Etage, sodass das Gebäude auf seinem Weg nach unten auf so gut wie keinen Widerstand traf. Wo ist der 15-stöckige Gebäudeabschnitt, der den Rest des Turmes völlig heruntergebracht haben soll? Er wurde bereits in den ersten 2 Sekunden auf die Hälfte seiner Masse reduziert. Die Hälfte der Masse wurde weggeschleudert und konnte so nicht den Niedergang des anderen Teils beeinflussen. In den nächsten 2 Sekunden, nach insgesamt 4 Sekunden, zerstörte dieser Block sich selbst. Da ist nichts, was das Gebäude von oben zertrümmert. Es reißt sich selbst in Stücke. Und das mit ca. 2 Dritteln der Fallbeschleunigung. Das Stahlskelett wird völlig zerlegt. Tatsächlich finden sich im äußeren Rand dieser Wolken vormals außenliegende Stützen und andere Stahlteile sowie Aluminium von der Fassade. Sehen wir uns an, wie der Südturm zerlegt wurde. Sehen Sie, was hier passiert? Der Südturm, hier links im Bild, wird weiter unten vom Flugzeug getroffen. Und wie Sie sehen können, dort beginnt seine rapide Zerstörung. Der obere Gebäudeabschnitt beginnt nach links zu kippen. Er ist bereits um 22 Grad gekippt und kippt noch weiter weg vom Zentrum des unter ihm befindlichen Gebäudeabschnitts. Wie soll er seitlich weggekippt den unteren Abschnitt symmetrisch mit ca. 2 Dritteln der Fallbeschleunigung zerstören? Sehen wir es uns von unten her an. Der Schaden ist asymmetrisch. Doch unter der Staubwolke erfolgt diese symmetrische Zerstörung. Es geht rings um das ganze Gebäude herum, wie es die Feuerwehrleute gesehen hatten. Und dies, obwohl der obere Gebäudeteil bereits wegkippt. Wurden Stahlteile zur Seite rausgeschleudert? Der Schaden ist nicht begrenzt. In benachbarten Gebäuden werden die Fenster eingedrückt. Welche Art von Energie machte dies möglich?
Dieses Stahlstück wurde in das 120 Meter weit entfernte World Trade Finanzcenter an der Vesey Street geschleudert. Was passierte mit den Geschossdecken? Krachten sie aufeinander? Bei einem progressiven Einsturz sollten einige davon am Boden aufeinander liegen. Dies ist eine siebenstöckige Lobby. Da liegen nur 2 oder 3 Etagen Hochtrümmer drin. Wir werden uns das gleich noch ansehen. Wonach ich aber suche, sind 110 Geschossdecken, bestehend aus solchen Metallplatten, unter einer ca. 10 bis 12 cm dicken Betonschicht. Über 4000 Quadratmeter pro Stockwerk. Über 400.000 Quadratmeter dieser Geschossdecken. Wie viele Geschossdecken finden wir am Boden? Nicht 50, nicht 10, nicht eine einzige. Man fand am Boden noch nicht einmal Metallplatten. Es gab am Boden kaum irgendwelche makroskopischen Stücken von Beton. Was passierte mit den Metallplatten? Was geschah mit dem Beton? Der Beton wurde pulverisiert. Ich war am Dienstag hier und es war wie auf einem fremden Planeten. Ganz Lower Manhattan, nicht nur diese Seite, sondern von einem Flussufer zum anderen, war voll mit Staub. 5 bis 7 Zentimeter hoch. Der Beton war einfach pulverisiert. Dies alles sind direkte Indizien für eine Sprengung. Keines der Indizien kann mit Bränden erklärt werden. Gibt es Bestätigungen von Experten? William Rice ist Bauingenieur und mit bei den Architects and Engineers von 9/11 Truth. Die vorherrschende Theorie möchte, dass wir glauben, dass beide Türme unerklärlicherweise in sich zusammenstürzten, dabei im freien Fall je 287 massive Ständer pro Stockwerk zerschmettern. Als hätte es die untere stützende Struktur 100.000 Tonnen Stahlskelett überhaupt nicht gegeben. Was sagt David Scott, ein weiterer Bauingenieur von AE 9/11 Truth? Ein Einsturz nahezu im freien Fall verstößt gegen die Gesetze der Physik. Es wurde gezeigt, dass fast alle Merkmale einer klassischen kontrollierten Sprengung gegeben sind, sowie einige untypische Merkmale. Keines dieser Merkmale kann mit Bränden erklärt werden, geschweige denn alle 10. Der Nachweis ist eindeutig. Heute konnten wir zeigen, dass am 11. September Sprengstoffe verwendet wurden, um die 3 World Trade Center Wolkenkratzer zu zerstören. Es ist bekannt, dass es Monate braucht, um so etwas technisch zu planen und praktisch umzusetzen. Glauben wir, dass Al-Qaida Zugang zu diesem gut gesicherten Gebäude hatte? Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you so very much.